Ich heiße Salman Ashraf. Ich komme aus Syrien. Ich bin 20 Jahre alt. Und seit wann wohnst du in Oberhausen? Ich wohne in Oberhausen seit 5 Jahren. Und in Deutschland? In Deutschland auch, so fast 6 Jahren. Und du bist dann aus Syrien direkt nach Oberhausen gekommen, oder? Nee, ich hatte so lange Weg. Ich war einen Monat unterwegs nach Deutschland. Okay, magst du davon ein bisschen erzählen? Ja, also das war eigentlich so schwer. Also wie hat das denn begonnen? Also du hast ja dann irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ich muss aus Syrien raus. Und ja, also wir haben so sozusagen 5 Jahre Krieg erlebt und war alles so schwer, dass man nicht mehr zur Schule gehen konnte, so einfach, und nicht mehr rausgehen konnte, mit Freunden treffen oder was machen. Und ja, meine Mutter sah keine Zukunft mehr für uns in Syrien. Deswegen, wir haben entschieden, dass wir irgendwo anders gehen müssen, damit wir bessere Zukunft haben, besseres Leben. Mhm. Warum habt ihr euch denn für Deutschland entschieden? Also ja, weil zum Beispiel ein anderes Land, wenn man Fingerdrucke hat, also für Visa, französische Visa oder in Ungarn oder so, dann wird man zurück an den Land geschickt. Aber Deutschland macht das nicht, deswegen. Ah, okay. Und deine Mutter ist dann zuerst nach Deutschland? Genau. Und dein Vater? Mein Vater ist immer noch in Syrien. Okay, und deine Geschwister? Also hast du Geschwister? Ja, wir sind alle hier außer meinem Vater. Okay. Also außer meinem Vater. Ja. Warum ist dein Vater noch da? Ja, ich weiß nicht, der meinte, dass der wegen seiner Mutter da bleiben wollte und wegen unserer Wohnung und so. Aber jetzt hat er auch eine zweite Familie und ja. Okay, aber habt ihr noch Kontakt? Nein, okay. Nicht mehr. Kommen wir mal zu Oberhausen. Du wohnst jetzt seit 5 Jahren hier, ne? Wie gefällt dir denn Oberhausen? Ja, ausgezeichnet eigentlich. Also ich finde Oberhausen gut, weil es ja Teil davon ruhig ist und Teil davon ist so wie eine Großstadt. Also kann man beide Sachen füllen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, voll. Und ja, gefällt mir eigentlich in Oberhausen. Was sind denn so Sachen, die du besonders cool hier findest? Die Orientierung von Verkehrsmitteln. Mhm. Da es viele gibt und die haben nicht so immer Verspätungen und ja. Manchmal. Ja, manchmal. Aber zum Beispiel in Duisburg ist es viel schlimmer. Viel schlimmer. Also jedes Mal hat der Bus Verspätung. Jedes Mal. Ja, stimmt. Aber gibt es denn auch Sachen, weiß ich nicht, die du hier vermisst oder die dir fehlen? Ja. Gerade auch so vielleicht Sachen, die du so aus deiner Heimat kennst, die du hier irgendwie vermisst? Alles, weil hier viel anders ist. Also gar nicht das Gleiche. Hast du Beispiele? Ja, zum Beispiel Essen, Sprache, Menschen, viele Sachen, alles, also sozusagen. Ja, aber hast du hier auch so einen Lieblingsort, wo du besonders gerne hingehst, den du besonders schön findest in Oberhausen? Ja, ich mag so große Berg, Bergen heißt das, Plural von Berg. Okay, ja. Also zum Beispiel Olga Berg. Ruhrberg, ja, ja, da ist so chillig und ruhig, ja. Deswegen. Ja, das stimmt. Wir waren ja jetzt auch alle lange so in der Corona-Zeit, konnten wir ja nicht so viel machen und es hatte ja alles so Bars, Kinos, es hatte ja alles zu. Was hat dir denn besonders gefehlt in der Zeit? Fitnessstudio. Ja, voll. Ja, also ich konnte nicht mehr zu Fitnessstudio gehen, ich konnte nicht mehr meine Freunde so draußen treffen, was machen. Am Wochenende irgendwo gehen, nach Düsseldorf oder so, das ging auch nicht. Und am besten leben ohne Maske. Ja. Wie war denn die Zeit so für dich? Also gerade auch mit der Schule ist ja alles viel dann ins Digitale, ne? Hast du da trotzdem gut den Anschluss gehabt oder ja, war das schwer für dich? War schrecklich eigentlich, ja, weil wir kein Online hatten, sondern wir kommen so zur Schule jede Woche, bekommen wir Aufgaben und wir mussten die alleine machen. Und das war zu schwer und ich hatte sozusagen wegen ganz Zeit zu Hause zu bleiben, hatte ich keine Motivation mehr und keinen Bock mehr, ja, irgendwelche Aufgaben zu machen. Ja, aber haben denn so deine Leistungen da krass drunter gelitten oder geht das? Kannst du das jetzt wieder so ein bisschen abfangen? Ja, also
Nein, eigentlich, meine Noten sind besser in diesem Halbjahr geworden. Okay, cool. Aber sonst hast du doch privat bestimmt auch so Videochats oder so Ja, digitale Medien mehr genau. genutzt, oder? Ja. Ja. Wir haben damals so Unterricht per Zoom gemacht. Und ja, ging eigentlich besser als so alleine die Aufgaben zu machen. Was würdest du denn sagen, wer so die wichtigsten Menschen in deinem Leben sind? Meine Familie, meine Eltern und meine Freunde. Und sicher meine Freundin auch. Deine Freundin auch? Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Ja, fast 3 Jahren. Und du hast sie hier in Deutschland kennengelernt? Genau. Okay, cool. Wenn du es in Worte fassen könntest, was bedeutet dir denn Familie? Wie würdest du das erklären? Familie bedeutet mir alles, also Motivation, Hilfe, liebevoll, so keinen Grund zu sagen, also nicht weil die was von mir bekommen, sondern einfach weil ich bin. Also Also diese Unterstützung. richtige Liebe, ja, Unterstützung, ja, Ja. alles sowas. Ist denn, also Heimat ist ja auch immer so eine Sache, die ja auch vom Ort abhängig ist, aber du hast jetzt auch deine Mutter hier und deine Geschwister, ne? Würdest du sagen, dass Familie für dich auch ein Stück Heimat ist? Ja. Und fühlst du dich denn mittlerweile hier heimisch oder? Letztens ja, weil ich mehr Leute kenne, mehr die Sprache kenne, weil ich keine Ahnung, wie ist das? Ich habe mich gewohnt. Also, Dran gewöhnt, ja, ja. dran gewohnt, ja, genau. Aber Aber mit deiner Familie verbringst du immer noch viel Zeit, so? ja. Okay, hast du denn viele Freunde inzwischen finden können? Nee. Ich habe viele Bekannte, aber richtige Freunde, so habe ich sozusagen 3, 4, nicht mehr. Was sind das für Leute? Wo hast du die kennengelernt? Ich habe die auch in der Schule kennengelernt. Die waren in meiner Klasse. Und ja, wenn ich mit die unterwegs war und so, ich habe ein anderer kennengelernt. Also Ah, die okay, waren dann über Kollegen, ja Freunde genau. andere Kollegen Genau. kennengelernt. Fällt dir das denn schwer, hier in Deutschland andere Leute kennenzulernen? Manchmal ja. Manchmal ja. Warum? Kannst du es irgendwie begründen? Ja, weil hier zum Beispiel nicht so viele Leute sind veröffentlicht, um so Kontakt zu bilden. Wissen Sie, was ich meine? Also man muss immer Zufall sein oder dass ich die irgendwo sehe. Also nicht so einfach gehe und sage, ja, können wir uns kennenlernen oder so. Das ist ein bisschen zu schwer. Also denkst du, es liegt eher daran, dass es jetzt vielleicht nicht so viele Situationen gab, wo man Leute kennenlernen kann? Oder würdest du sagen, es liegt auch daran, dass die Leute vielleicht verschlossener sind Ja, hier? verschlossen sind, ja, Ja? das meine ich, ja. Okay. Aber was bedeuten dir denn deine Freunde, die du jetzt gefunden hast? Wie wichtig sind die hier? Die sind auch, manche von denen sind wichtig wie meine Familie für mich, also die sind wie meine Brüder, deswegen. Also ja, die sind diese Menschen, wo ich alle meine Geheimnisse sagen kann und Spaß machen kann und sein, wer ich bin, einfach. Ich muss nicht so fake sein. Ja, Ja. ja. Wie viel Zeit verbringst du so mit denen? Also siehst du deine Freunde jeden Tag oder nur so am Nee, Wochenende? also letztens gar nicht, in Corona auch gar nicht. Also ich habe mit einer von denen die ganze Zeit ins Fitnessstudio gegangen und draußen getroffen, so am Wochenende nach Düsseldorf oder irgendwo gegangen, aber jetzt nicht mehr. Okay. Kommen wir noch mal zu deiner Wohnsituation. Wie und wo wohnst du jetzt hier? Ich wohne in Oberhausen-Holten und da ist ziemlich ruhig. Und ja, da sofort neben meinem Wohnen gibt es Bushaltestelle und Zughaltestelle auch. Also Wohnst du mit deiner Mutter mit meiner Mutter, genau. zusammen und mit wem noch? Nur. Ah, ihr wohnt zu zweit. Ja. Und du hattest gesagt, du hast noch Geschwister, ne? Wie viele? Zwei. Okay. Eine wohnt in Unterermarktstraße sozusagen, in der Nähe davon. Und sie wohnt da alleine? Mit ihrem Mann Ah, okay. und ihrer Tochter auch. Und Also ist deine Schwester älter als du? ja, die ist so 28. Und meine zweite Schwester wohnt in Westbevern, so neben Munster, in der Nähe von Munster. Und die wohnt auch da mit ihrem Mann und Kindern und so.
Und die ist auch älter als du? Die ist auch so 27. Ah, okay. Und so zu deinen Nachbarn, hast du da irgendwie Kontakt oder kennst du die gar nicht richtig? Ich kenne nur die, die im Dach lebt. Also vorher hatten wir immer Stress mit ihr wegen Lautstimmen und so und Fernsehen. Weil ihr laut wart oder ja, weil sie? Ja, ah, okay. Wir. Weil am Anfang hatten wir gar kein Möbel in unserer Wohnung und da, egal was man macht, das kommt so laut nach oben. Die kann das so gut hören, deswegen. Und ihr Mann war krank und so. Aber danach, mit der Zeit, haben wir uns so kennengelernt. Und die ist richtig nett und so. Und jetzt geht es viel besser. Wie war das denn überhaupt? Also, wenn, also hatte deine Mutter dann schon die Wohnung und du bist da quasi mit eingezogen? Nee. Oder wie war das überhaupt, eine Wohnung hier zu finden? Meine Mutter war in Heim. Und ich bin auch da gewesen. Aber danach, wir haben unser Aufenthalt bekommen. Und danach durften wir eine Wohnung suchen. Und wie schwer war das? Nicht so schwer, weil mein Betreuer uns geholfen hat. Aber wenn man so ohne Sprache alleine sucht, dann ist es ja schwer. Ja. Wie war die Zeit im Heim? Wie habt ihr da gewohnt? Ja, wir hatten so ein Zimmer für uns beide und Toilette mit ein anderes Zimmer so zusammen. Und war nicht so schlimm eigentlich. Okay. So ging, ja. Wie lange wart ihr denn da, bis ihr dann die Wohnung gefunden habt? 5 bis 6 Monate so. Ich kann mich nicht so gut erinnern. Aber ja, sowas. War viel langweilig. Wir hatten so kein Internet, kein Fernseher. Kein Internet? Nix. Was hast du denn dann so immer in der Zeit gemacht? Wo war das? War das auch in Oberhausen? Ja, in der Nähe von Schmachtendorf, so ein bisschen Gabelstraße oder so heißt das. Ja, da gab es so ein großes Hof draußen. Ich habe da die ganze Zeit mit Kindern Fußball gespielt und so Skateboard, solche Sachen. Wie war da der Kontakt zu den anderen, die da gewohnt haben in den Heimen? Also war das so cool und war es schön? Oder? Ja, war schwierig, weil keiner von uns konnte Deutsch reden. Und ja, gab es da Araber, gab es aus Mazedonien, aus vielen Ländern. Also, das war schwer. So. Ja, und wie habt ihr euch dann verständigt? Also, du hast ja gesagt, dass du auch Englisch gelernt hast. Konnten da viele Englisch oder auch? Nein, nicht so viele. In Deutschland eigentlich nicht. Ich habe nicht so viele Leute getroffen, die Englisch können. Okay. Krass. Jetzt an deiner aktuellen Wohnsituation mit deiner Mama, also findest du das cool? Bist du zufrieden damit? Ja. Gibt es denn auch Sachen, die du irgendwie gerne ändern würdest? Ja. Zum Beispiel? Also mehr Läden, mehr Supermärkte in der Nähe, sozusagen. Also es ist ja schön und ruhig, aber viel zu weit. Man muss immer mit Zug fahren und so, um irgendwas zu kaufen. Zum Beispiel ja Brot oder so. Man muss immer mit Zug fahren und danach warten. Echt mit dem Zug? Ja, nach Hauptbahnhof. Ah, okay. Du wohnst ja mit deiner Mama zusammen, ne? Und gibt es irgendwelche Sachen, die dich irgendwie nerven oder die du gerne ändern würdest? Also an meiner Wohnung und meinen sie. Mhm. Ja, eigentlich, ich habe doch gesagt, das ist viel zu weit von Läden und so, wie heißt das, sozusagen die Märkte. Also gibt es nicht so Märkte daneben, sondern nur so in Schmachtendorf gibt es Rewe und Aldi, aber wir kaufen meistens von arabischen Läden und so. Und ja, Oberhausen-Holten liegt ein bisschen weit von Stadt. Das heißt, man muss immer mit Zug fahren und wenn nicht, mit Bus auch und das dauert länger. Zum Hauptbahnhof? Ja. Ja. Und also wo siehst du dich denn so in den nächsten Jahren mit deiner Wohnsituation? Also was wäre denn so dein Wunschwohnort? Und du hast ja auch gesagt, dass du eine Freundin hast. Ne? Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, mit ihr zusammenzuziehen in der nächsten Zeit? Ja, also ich denke darüber, aber wenn ich zum Beispiel mein Fachabitur oder Abitur schaffe danach, also wenn ich sozusagen Arbeit habe oder Ausbildung gefunden habe, danach denke ich darüber so. Umzuziehen. Mhm. Also ich wollte eigentlich, mein Wunschort, wo ich leben wollte, war immer London. London? Ja. Cool. Aber jetzt mit Sprache und so denke ich mir so aus Düsseldorf zum Beispiel oder Bonn.
sind beide so schöne Städte für mich. Mhm. Ja. Was so. Gefällt dir an den Städten so? Weil es sind ja schon größere Städte als Oberhausen. Größer, ja. Ne? Und da gibt es viel mehr Sachen zu machen und mehr Arbeitsplätze, mhm. mehr Möglichkeiten, Bereiche auch, Firmen, so ja. sozusagen. Ja. Ja, du hast ja gerade auch schon Arbeitsplätze angesprochen. Du gehst gerade zur Schule, ne? Und du strebst jetzt dein Fachabitur an. Und zu welcher Schule gehst du da? Niederrhein-Kolleg. Und wie lange musst du noch dahin gehen? Also ursprünglich so 2 Jahre, aber ich werde in diese 2 Jahren so 24 Monate Arbeitserfahrung sammeln, mhm. damit ich weiter dieses drittes Semester machen kann, um mein Vollabi zu haben. Okay, und wie war das denn, als du hier hingekommen bist? Zu welcher Schule bist du dann gegangen? Freier vom Stein-Gymnasium. Mhm. Ich habe da so EVK-Klasse gemacht. Das war so eine Klasse, um Deutsch zu lernen einfach. Mhm. Und da hatte ich viele Fehlzeiten und ich habe keinen Abschluss bekommen. Wieso da, hattest du die Fehlzeiten? Ich habe keine Ahnung. In der Zeit habe ich nicht so auf Schule konzentriert. Mhm. Ich war so verloren. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit zurück nach Syrien gehen, aber ging nicht und sowas. Ich war immer dazwischen. Also ich will hier, aber ich will auch da. Also mhm. ich wusste nicht mehr, wo ich mich so orientieren soll. Bevor du dann so hier hingekommen bist nach Deutschland, hast du dir doch bestimmt Gedanken gemacht, wie das wird, oder? Ja. Waren denn deine Vorstellungen, haben die denn Tatsachen entsprochen oder war es dann doch ganz anders? Waren ganz anders. Also ich habe so mitbekommen, dass als man nach Deutschland kommt, bekommt man so gutes Geld zum Leben eigentlich. Also dass man nicht arbeiten gehen braucht. Und zum Beispiel, dass man ab 16 Jahre alt Führerschein machen darf und solche dumme Sachen. Aber wenn ich hier hingekommen bin, ich habe das gesehen, dass das gar nicht so aussieht. Ja. Und also wie war das dann mit der Schule und so? Also du hast dir ja dann bestimmt auch, also war es für dich so, okay, ich muss jetzt in Deutschland, also ich werde jetzt in Deutschland leben und hier mein Leben aufbauen, oder war das eher so ein, ja, ich bin jetzt 1-2 Jahre in Deutschland und dann gehe ich wieder zurück nach Syrien? Eigentlich, ich wollte so hier bleiben, bis in Syrien alles gut wird, also damit ich dahin zurückgehen kann. Aber ich habe mir auch gedacht, dass das nicht so 1-2 Jahre dauern würde. Also es dauert, weil wenn diese Regierung so bleibt, mit diesen diktatorischen Gedanken, das ändert nichts. Also wird nichts geändert. Was sind denn so die krassesten Unterschiede, die du zwischen den beiden Ländern jetzt so ziehen kannst? Ja, Respekt zum Beispiel, Meinungsfreiheit. Was meinst du mit Respekt? Ja, zum Beispiel in Schulen, da wird man in meiner Heimat so militärisch behandelt. So wie wenn man im Militär ist, so keine Schule. Aber hier, man darf alles sagen, was er will, und Lehrern umgehen mit Schülern so respektvoll, und ja, also zumindest wird man hier mit sie angesprochen, aber mhm. da wird man die ganze Zeit beleidigt und geschlagen und sowas. Beleidigt? Ja. Okay, in was für Situationen, wenn man was falsch macht, oder? Ja, wenn man keine Hausaufgabe hat, wenn man zu spät kommt, wenn man irgendwas sagt. Okay, sowas. Das klingt nicht so ja. cool. Ja. Ja. Und sonst so außer Schule, was sind so die krassesten Unterschiede? Ja, auch das Sicherheitssystem, so mit zum Beispiel hier gibt es etwas wie Krankenkassen und so, also Krankenversicherungen und so, da kann man hier alles, was man medizinisch braucht, leisten, also kostenlos, ja, also sozusagen. Wenn man was hat, kann man zum Arzt gehen. Ja, ne? Genau, so einfach. Aber da zum Beispiel, man muss selber bezahlen und alles ist zu teuer, also und verdient man so wenig, dass man gar nicht leisten kann. Sogar Essen. Okay, und da gibt es gar kein Versicherungssystem, nee, oder gar keine gar Krankenkasse? Nix. Und ja, was macht man, wenn man das Geld nicht hat? Stirbt man einfach. Es gibt gar keine Hilfen, oder? Nee. Okay, das ist natürlich heftig. Kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Alltag hier so in Deutschland. Wie war denn so dein Alltag in Syrien und wie ist dein Alltag hier? Also, was machst du so jeden Tag?
Also in Syrien hatte ich immer das Ziel, dass ich Fußballer sein wollte. Ich habe immer jeden Tag Fußball gespielt. Also wir hatten auch kein, die Regierung hatte gar kein Interesse an Sport. Also die haben gar nichts davor gemacht. Also, das ist nicht gefördert. Nein. Aber Vereine, gab es Vereine? Vereine, ja, aber nicht so zum Beispiel schöne, wie heißt das, Stadion, wo man Fußball spielen kann oder Trainings oder egal was. Alles fehlt. Alles, also gibt es kein Interesse auf Sport sozusagen. Ja. Aber da bist du ja dann auch zur Schule gegangen, ganz normal jeden Tag. Ja. War das so ähnlich wie in Deutschland, also von morgens bis mittags, oder? Ja, ja. Ja, okay. Und wie sieht jetzt so ein normaler Tag hier in Deutschland für dich aus? Also in Corona-Zeit oder außer Corona-Zeit? Erzähl gerne beides. Ja, vorher habe ich auch viele Sachen gemacht. Ich war die ganze Zeit so mit Kollegen draußen unterwegs. Wir haben die ganze Zeit ins Fitnessstudio gegangen. Wir haben, also wir haben die ganze Zeit so Partys gemacht, gefeiert, solche Sachen. Aber jetzt geht das nicht, gar nicht mehr. Jetzt habe ich mehr so dieses Ziel, dass ich lernen muss und so, dass ich etwas für die Zukunft leisten soll. So, nicht mehr so. Wo willst du denn mal hin? Was wäre denn so aktuell dein Traumjob? Traumjob? Englischlehrer. Warum? Weil ich gut mit Erklärung bin. Also ich kann gut erklären und ich mag Englisch allgemein. Wie schwer ist es da hinzukommen? So schwer. Weil ja, ich brauche. Du machst gerade dein Fachabitur, ne? Genau. Aber ich brauche davor, so, um in dieses Lehramt zu gehen, ich brauche Vollabitur zu machen, aber ich kann das auch nicht machen, weil ich vor Niederrhein-Kolleg sozusagen 24 Monate Arbeitserfahrung haben muss, um mein Abitur zu machen. Aber ich habe das auch nicht, diese Erfahrung habe ich nicht und deswegen ich muss Fachabitur machen. Okay, aber nach dem Fachabitur kannst du das Abitur doch dranhängen, oder? Ja. Mit den 24 Monaten Arbeitszeit dann? Genau. Okay, also heißt es, wie lange müsstest du dann noch zur Schule gehen, um das Abitur so zu machen? Sprechen wir von einem Jahr oder sind es nochmal 2 Jahre? 2 bis 3 Jahre, also ist noch nicht sicher. Okay, also würdest du jetzt insgesamt noch wie lange brauchen? 3 Jahre. 3 Jahre, um dein Vollabitur zu machen? Ja gut, dann bist du aber auch immer noch recht jung, ne? Ja. Kannst studieren auf so jeden 23, Fall. So 23, ja. Ja, cool. Wie wichtig ist denn für dich, gute Arbeit zu finden? So? Wie wichtig ist, ja, für jeder ist das wichtig, weil man so, man muss immer arbeiten in der Bereich, wo man sich so gut fühlt, also man sich, wo seine Fähigkeiten passen. Also zum Beispiel, ja, ich mag nicht handwerkliche Arbeit oder so. Ich mag mehr im Büro oder sowas. Also ist dir schon wichtig, auch Spaß zu haben so ja. auf der Arbeit? Und genau. Und jetzt nicht nur, dass du viel verdienst? Ja. Also hier in Deutschland verdient man in allen so Bereiche ähnlich. Aber man muss so entscheiden, wovor. Man muss so entscheiden, was ihm so am besten passt. Also es geht nicht nur um Geld für mich eigentlich. Ja. Aber also würdest du jetzt in Deutschland nach dem Abi und so, würdest du dann dich in Deutschland so nach einem Studium umgucken oder würden dann ja. auch wieder andere Länder für dich Nein. in Frage kommen? Am Anfang würde ich in Deutschland angucken. Ja. Vielleicht danach nach Bayern so. Nach Bayern? Bayern. Ja. Paar Jahren. Ach so, in ein paar Jahren. Ja. Ich habe schon nach Bayern oder so. Ja, ich war da so, okay, warum kommst du da raus? Okay. Was sind denn so Sachen, die dir persönlich wichtig sind in deinem Leben oder in der Gesellschaft auch so? In der Gesellschaft zum Beispiel, dass man hilfsbereit ist, also dass man nicht so nur an sich denkt, sondern an anderen auch. Das ist so wichtig. Ja. Und so politische Interessen, wir haben uns ja vorhin auch so ein bisschen über Meinungsfreiheit und so unterhalten. Und
Kannst du noch mal erzählen, wie das so in Syrien ist und wie es hier ist? Ja, also fast alles ist unterschiedlich hier und in Syrien. Da hat man zum Beispiel diktatorische Regierung, hier hat man demokratische. Also da, hier gibt es Meinungsfreiheit, gibt es Sicherheitssystem, gibt es viele Sachen, die man da nicht hat. Also da ist bei dieser diktatorischen Regierung ist immer das Mensch das billigste Sache. Also die denken gar nicht an Bevölkerung oder an Rechte oder an sowas, gar nicht. Die denken nur an Militär, an Waffen und sowas. Mhm. Sonst nichts. Wie genau sieht das denn aus, also wenn man keine Meinungsfreiheit hat? Was passiert denn, wenn man seine Meinung sagt? Ja, man wird oder sofort so geschossen oder man wird verhaftet. Man wird direkt erschossen? Ja, erschossen. Direkt? Direkt, ja. Wenn man einen Satz falsch sagt? Ja, quasi. Ja. Oder man wird so verhaftet, so 5, 6 Jahren. Und das ist, wenn man verhaftet wird, ist es so, so wie heißt das, kleine Möglichkeit, dass man wieder rausgeht. Also das ist man so schwer. Ja. Behalten einfach. Und ist es dann nicht auch irgendwie total schwierig, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen? Weil ich meine, so zu deiner Familie oder mit deiner Mutter redest du doch eigentlich schon so offen über Sachen, ja. Oder? Ja. Oder und, aber wenn du dann Freunde kennenlernst und dann unterhält man sich so über Politik oder so, hat man dann nicht auch immer irgendwie so ein bisschen Angst? Ja. So, oh, ich kann das jetzt nicht sagen, weil hinterher... Also gibt es viele Leute, die ich kenne, die waren so die ganze Zeit am Protestieren und so. Also mit denen kann ich ja reden, aber mit anderen nein, weil gibt es viele Leute auch, die mit Polizei oder so arbeiten und die hören zu, was man sagt und so und danach wird man auf einmal verhaftet. Boah, krass. Ja, die sagen, dass Wände haben Ohren. Das heißt, man darf einfach so sich mit Kollegen nicht so einfach unterhalten. Weil jeder kann holen. Mhm. Also das ist, so. Ist das schon mal jemandem passiert, den du kanntest? Eigentlich nein. Okay. Wofür würdest du dich denn, also engagierst du dich gerade auch hier in Deutschland irgendwie politisch oder bist du in einem Verein? Oder? Nein, aber über das Besetzung von Israel in Palästina. Ja. Das darauf, also ich poste die ganze Zeit auf meinen Social Media und sowas. Ich versuche die ganze Zeit meine zum Beispiel nicht arabische Freunde, so europäische Freunde oder so zu zeigen und zu übersetzen. Was, oder aufzuklären. Ja, was das bedeutet und was da passiert und warum das passiert und was diese Gewalt von dieser Besetzung, die da läuft, die versuchen immer. Zum Beispiel deutsche News habe ich viel gesehen, dass die versuchten, das so Fake News zu posten. Okay. Darüber, dass die zeigen, dass Israel nicht so gewaltig sind, also dass sie gewaltig sind, ja. Sondern dass die Palästinenser so Terroristen. Und das finde ich einfach so schrecklich. Ja, warum liegt denn das Thema dir so am Herzen? Weil die Palästinenser haben ihr Land, also das gehört zu ihnen. Also warum wird man so behandelt mit dieser Gewalt? Und warum muss man einfach so Besetzung akzeptieren? Und die wollen, dass die einfach so diese Besetzung akzeptieren und nichts sagen. Ja. Und die machen noch schlimmer, als was unsere Regierung in Syrien macht eigentlich. Also eigentlich Menschenrechte ist das Wichtigste, weil ja, wenn man Menschenrechte hat, man hat auch diese Meinungsfreiheit. Mhm. Und wenn ein Land gibt, wo Menschenrechte gibt, so dann wird alles so kommen wie dieses Sicherheitssystem und alles. Also das kommt alles danach, aber muss erst diese Menschenrechte da sein. Ja, und jetzt wo du die Jahre hier schon in Deutschland lebst und so das Leben hier kennengelernt hast, ist es für dich überhaupt noch eine Option, wieder zurück nach Syrien zu gehen? Ja, nur in einem Fall, wenn dieser Präsident weggeht, also wenn der gestorben oder verhaftet wird, egal was, Hauptsache nicht mehr Präsident,
Und wenn dieses System wieder, zum Beispiel die Regierung, demokratisch wird, erst danach gehe ich zurück, aber vorher nicht. Also nicht nur zum Beispiel Präsident ändern und so diktatorisch bleiben. Da ändert das nichts. Also nur Person ändert sich, aber das System bleibt das gleiche. Deswegen. Was ist denn so mit deinen, du hast ja gesagt, dein Vater ist noch da und auch ein Teil deiner Familie und deine Freunde, also hast du noch Kontakt zu denen? Nein, ich habe Kontakt so mit ein paar Freunden, aber nicht so ganz auch. Und sind viele deiner Freunde auch geflohen oder sind viele Ja, da geblieben? sind viele geflohen. Und auch nach Deutschland oder in andere Länder? Gibt es in Deutschland, gibt es in Türkei, gibt es in vielen Ländern. Ich habe Freunde überall. Und vermisst du die nicht so? Ja. Ja, okay. Gibt es denn Menschen, die jetzt aktuell auch so in der Zeit irgendwie Vorbilder für dich sind oder die dich inspirieren? Nein. Also auch nicht, müssen ja keine berühmten Personen sein, aber vielleicht auch so in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie. Gibt es da Vorbilder Meine für dich? Freunde, ja, weil sie auch so schwer Okay. Ja, Kindheit, ja. Kindheit hatte und Woher kommt deine Freundin? aus Polen. Okay. Und wo habt ihr euch dann kennengelernt? In der Schule, so Okay. auch in IVK-Klasse. Okay. Und ja, sie ist hier nur seit 2 Jahren und die macht jetzt Ausbildung als Steuerberaterin. Okay. Wow. Und die hat so viele Schwierigkeiten mit Sprache und sowas, aber die macht das trotzdem und die sagt nicht, nein, ich schaffe das nicht oder so. Also das finde ich super cool. Und ja, sowas. Kommen wir nochmal dazu, was du so gerne in deiner Freizeit machst und was dir Spaß macht. Du hast ja schon gesagt, mit Freunden ins Fitnessstudio und feiern und so. Ja. Sind das so die Sachen, die dir so am meisten Spaß machen? Genau. Fußball gucken, Fußball spielen, Ja, genau. solche Sachen, Ja, okay. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so aktuell, was wäre dein größter Wunsch, den du dir aktuell wünschst? also, dass ich noch mal so diese Chance habe, Fußballer zu sein. Also, das war mein Ziel und mein Traum, als ich Kind war. Aber ja, Aber bist du aktuell hier in einem Verein? nein. Und Ich habe in Deutschland am Anfang so, ich war im Verein, ich habe ein bisschen trainiert, aber danach bin ich so, habe ich zugenommen. okay. Also ich war so schwer vom Gewicht, also ich konnte nicht mal so schnell rennen oder so. Deswegen habe ich damit aufgehört und ich habe angefangen so zu rauchen und solche Sachen. Ja. Aber wäre das jetzt nicht nochmal eine Option für dich, das nochmal anzufangen? Ja. Also ich denke immer daran, dass ich so mit Rauchen aufhören will und nochmal Fußball spielen will, sowas. Was würdest du sagen, dass du im Moment glücklich mit deiner Situation bist, jetzt wie alles so gekommen ist? Nein, ich bin glücklich nur, dass ich überleben habe, dass ich diese Möglichkeit hatte, nach Deutschland zu kommen und besser so Leben zu haben. Aber mit mich selber noch nicht. Also ich will so etwas erreichen, was werden, was haben. Danach denke ich daran so. Aber du hast doch bestimmt auch glückliche Momente, oder? Ja. Also das klingt jetzt so, wenn du sagst, so nein, dass du gar nicht glücklich bist. Aber ich weiß nicht so genau, was für Momente Mit deiner Freundin ist doch zum Beispiel auch Glück, dass ihr euch gefunden habt, oder? eigentlich. Ja. Also ist jetzt meine Meinung so, was ist denn deine Definition von Glück? Was würdest du sagen? Glück ist, keine Ahnung, so nicht Geld, sozusagen, wie heißt das? Man muss einfach bequemes Leben haben, einfach, dass man so kein, wie heißt das, Krankheiten hat oder so Probleme mit Gesundheit hat und solche Sachen. Also, und dass man seine Familie immer daneben hat und sowas. Das ist für mich Glück.
Also fast so Glück als eine große Sache fürs gesamte Leben. So. Ja, genau. Okay. Jetzt noch zum Abschluss. So, die Pandemie scheint ja langsam so vorbeizugehen, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn alles vorbei ist? Am meisten so Leben ohne Maske. Ja, okay, die Maske werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen tragen müssen. Aber das freue ich, daran freue ich mich am meisten, so keine Maske mehr zu tragen, so keinen Corona-Test zu machen, solche Sachen. Dass einfach wieder alles easy und cool ist. So normales Leben einfach. Mhm. Okay, ja cool. Auch ein gutes Abschlusswort. Ja.